In diesem Kapitel geht es um die Frage, Katja, ich bin Handwerker, ich bin Maler, ich bin Künstler, das kann ich doch nicht digitalisieren. Wie digitalisierst du dein Geschäftsmodell? Wie ist es transportierbar auf dein Business? Darum geht es in diesem Kapitel. Gehen wir mal einen typischen, ganz einfach runtergestrickt rudimentären Geschäftsprozess durch. Das heißt, du hast hier eine Vertriebsaktivität, jemand, der dir Kunden bringt, hast hier eine Abwicklungsabteilung, ein Team, der deine Aufträge versorgt, hast eine Vor-Ort-Leistung, die du erbringst, zum Beispiel alles, was mit Bauen zu tun hat, wo vor Ort im Haus was renoviert oder gebaut wird. Und dann hast du deine Buchhaltung, deine Abrechnung, deine Stundenerfassung, damit du am Ende zu Cash kommst. Ja, das sind jetzt mal ganz einfach ein paar Geschäftsprozesse, die sich übertragen lassen auf viele Branchen. Und beim Thema, wie digitalisiere ich mein Unternehmen oder mein Geschäftsmodell, geht es nicht darum, alles zu digitalisieren, weil man schaut in der Regel bei dieser Frage auf die Kerngeschäftsprozessleistung, über die du dein Geld verdienst. Das ist auch richtig. Dann hast du schon mal erkannt, was Wertschöpfung ist und was dein Cashflow-Prozess ist. Aber es geht darum, dein gesamtes Unternehmen zu betrachten und dann Elemente rauszunehmen, zu sagen, okay, das kann ich digitalisieren, ich kann den Vertrieb vielleicht digitalisieren und ich kann in der Abwicklung etwas digitalisieren. Die Vor-Ort-Leistung bleibt aber immer noch Rohre verlegen, Kabel verlegen, Bauarbeiten durchführen. Weil Fliesen sind Fliesen, die kann man auch nicht mit, kann man auch mit Folie kleben, ja, aber eine Vor-Ort-Leistung, eine physische Leistung ist immer noch eine, immer noch physisch, sag ich mal. Ja, also das lassen wir nicht digitalisieren. Und darum geht es unter dieser Überschrift, wie digitalisiere ich meinen Geschäftsprozess oder mein Geschäftsmodell, indem du auf deine kompletten Wertschöpfungsprozess schaust und dann Elemente rausnimmst. Und dann nimmst du zum Beispiel mal den Vertriebsprozess raus und schaust, wie sieht der denn in einem digitalen Format aus. Ja? Bei uns gehen zum Beispiel, wenn wir Gespräche haben, wenn du dich einträgst für ein kostenloses Konzeptgespräch, der komplette Abwicklungsworkflow automatisiert und digital dahinter. Ja? Das heißt, es gibt eine Terminvereinbarung, eine Uhrzeit, die verschickt wird, eine Einladung mit einem Link vielleicht, mit einem Videokonferenzlink, all diese Dinge, dass der Name eingetragen wird, die individuelle Uhrzeit, die vereinbart wird, dass das alles automatisch erfolgt und keine Person mehr hinten dran sitzt. Das heißt, digitalisieren im Vertrieb. Dass du aus deiner Kundendatenbank auslesen kannst, wie oft war der auf meiner Homepage, wann hat der die E-Mail geöffnet zum Beispiel. Das sind alles Elemente, die du digitalisieren kannst. Du kannst ein Pop-up generieren, wenn du E-Mails rausschickst an deine Kunden, das hoch bei dem Vertriebsmitarbeiter aufpoppt, hat gerade die E-Mail geöffnet. Und rein zufällig ruft dann natürlich der Vertriebsmitarbeiter genau in diesem Moment an. Ah ja, ich habe es gerade geöffnet. Gut, dass Sie anrufen. Ich habe gerade das Angebot vor mir. Dazu habe ich noch die und die Frage. Perfekt. Ja, und so kommst du viel schneller rein. Sind aber alles Dinge, die digitalisiert werden können, die nichts mit deiner physischen Vor-Ort-Leistung zu tun haben. Das heißt, Schritt 1 im Thema Digitalisieren. Kenne deinen Wertschöpfungsprozess, deinen Kernprozess im Unternehmen. Skizziere den einmal komplett auf und dann prüfe, welche Elemente kann ich daraus digitalisieren. Und wenn du dann ein Element rausgepickt hast, dann machst du erstmal eine Prozessoptimierung, denn der Simon, der wird sich wieder freuen, einer meiner Follower, die sagen, die IT-Fraktion, die mir folgen, sagen dann immer, Katja, warum kann ich dich nicht buchen für unsere Kunden? Du müsstest eigentlich bei jedem Projekt, das wir haben, erstmal vorher da sein. Weil die IT-Firmen sagen, wir können nur fertige Prozesse digitalisieren. Wir sind keine Prozessoptimierer. Das heißt, diesen Prozess, den optimierst du, indem du ihn einmal sauber im Ideal vorstellst und aufskizzierst. Also welche Prozessabschnitte sind notwendig? Und dann
gehst du erst mit der IT-Firma dran zu sagen, wie kann ich das Ganze denn programmieren? Und so schaffst du auch den erfolgreichen Wandel in ein digitales Geschäftskonzept, indem du deine Mitarbeiter natürlich hier integrierst und dann einen Umsetzer suchst, der diese Anforderungen erfüllt. Das ist ein sehr, sehr großer, also A, ist es ein Geldfresser ohne Ende als Unternehmer, solche Investitionen zu tätigen, und ein Zeitfresser für deine Mitarbeiter und drittens ein riesen Frustrationspunkt für deine Mannschaft, wenn sie nicht involviert sind in solche Optimierungsschleifen. Denn sie wissen, wie ihre Abläufe am besten funktionieren und wo es Beschleunigungsideen gibt. Und dann feiern die auch den digitalen Workflow und wenden ihn auch letztendlich an. Also mach nicht den Fehler, das alleine zu tun oder komplett auszulagern. Der Haken ist, ITler verstehen, wie programmiere ich das? Wie kriege ich das runter ins Eckige oder so, dass hier ein Pop-up kommt oder so, dass hier auf dem Handy, auf dem iPad der Auftrag erscheint? Das machen Programmierer. Programmierer denken sich aber nicht in deine Geschäftsprozesse rein und sagen, in deren der Reihenfolge macht das doch überhaupt keinen Sinn. Das ist nicht schlank, das ist nicht effizient. Das machen Unternehmensberater wie ich in der Regel, Prozessberater, die sich damit auskennen, dir hier Hilfestellung zu geben, deinen Prozess zu optimieren. Also heißt, wenn du in die Digitalisierung gehst, ist das der Punkt, der Anknüpfungspunkt, es aus einer anderen Perspektive zu betrachten, dann natürlich die Prozesse klar zu haben, dann in die Digitalisierung zu kommen. Und jetzt kannst du skalieren. Ja? Das heißt, da schiebst du dann einfach deutlich mehr Umsatzvolumen durch. Das heißt, wenn du deinen idealen Workflow hast, brauchst du im Idealfall, nehmen wir mal an, du hast hier in einem klassischen manuellen Vertrieb 3 Mitarbeiter sitzen. Im Idealfall, wenn du einen digitalen Workflow aufgesetzt hast, eine Automation angelegt hast, brauchst du noch einen, ja, und die anderen 2 sind freigestellt, um zum Beispiel in die Abwicklung oder andere Geschäftsbereiche zu wechseln, wo du dann mehr Personal brauchst, weil du mehr Umsatz machst. Das heißt, du schiebst dann durch deinen idealen Prozess einfach mal plus 50% Auftragsvolumen durch, und das ist dann Skalierung, indem du mehr abwickeln kannst, weil du mehr Space, also mehr Verfügbarkeiten hast, deine Leistung vor Ort schneller durch effiziente Prozesse abzuwickeln. Und so ist der Gesamtzusammenhang zwischen Digitalisieren, Kernthema ist Prozesse, Prozessexpertise zu haben und dann in die Skalierung zu gehen. Ein Erfolgskonzept dazu ist natürlich auch als Unternehmer und Geschäftsführer sich auszutauschen. Das heißt, wenn du hier an der Spitze deines Unternehmens bist als Geschäftsführer, einen sogenannten Sparringspartner zu haben oder auch einen Mentor, der dich dabei begleitet. Denn Punkte, die hier dazu wichtig sind, sind deine Performance-Ansatz im Unternehmen. Wie viel Performance hast du bisher deinen Mitarbeitern abverlangt? Wie viele Kompetenzen sind vor Ort? Das ganze Thema, ich notiere das mal hier auf der Seite, das Blatt ist schon voll. Change Management, also Veränderung in Organisationen. Performance habe ich gerade gesagt. Und welche Unternehmenskultur hast du bereits da? Dann das ganze Thema Lernorganisation, lernende Organisation. Wie hoch ist die Lernbereitschaft? Denn wenn du in die Digitalisierung gehst, gibt es immer wieder Updates und Veränderungen, und damit brauchst du immer wieder die Bereitschaft und auch ein System, also System meine ich Unternehmensstruktur, die diese fortwährende Weiterbildung einfach und unkompliziert deinen Mitarbeitern ermöglicht. Und dann gilt es natürlich auch, deine Mitarbeiter in der Auswahl sauber auszuwählen, wer bekommt welche Projekte und Aufgabenpakete, damit das ganze Ding auch wirklich ein Erfolg wird. Und da hilft es natürlich entweder, sich mit anderen Unternehmen auf Unternehmerlevel auszutauschen oder wie gesagt, einen Prozessberater oder einen Mentor reinzuholen. Das geht natürlich auch alles. Und die Mitarbeiter, die ganze Mannschaft, ja, das Team zu integrieren. Und wenn du das noch nie gemacht hast, sind das letztendlich die Hürden in der Umsetzung. Das sind die unsichtbaren,
Erfolgsfaktoren, die es wichtig sind zu wissen, zu verstehen, für sich zu reflektieren im eigenen Führungsverhalten und dann zu sagen, wie schaffe ich diesen Transfer?